Ich bin Hans. Hans-Peter. Und das ist mein Partner Peter. Der Schrank soll... Es ist Zeit für... Picken. Oh. Oh. Du meine Güte, was machen die Spielsachen auf deinem... Na, die Wunder. Na, die Wunder. Peppa. Räum die Sachen weg in deinen Spielzeug. Aber der Spielzeugkorb ist voll. Oh, du hast recht. Vielleicht brauchst du einen Schuss in den Ofen. Ah, ich könnte morgen einen bauen. Das letzte, was du gebaut hast, war dieses Regal. Ich bin sehr stolz auf dieses Regal. Aber Papa, es ist ganz wackelig. Wir nehmen es als Rutsche. Für Teddy und den Dinosaurier. Na gut, dann kaufen wir eben einen Spielzeugschrank. Das können wir sofort machen. Und zwar am Computer. Hurra! Mama Wutz sucht am Computer nach einem Spielzeugschrank. Aha. So, welchen nehmen wir? Können wir den da nehmen? Bitte. Der ist perfekt. Mama Wutz kauft den Spielzeugschrank. Glückwunsch, ihr... Am nächsten Morgen kommt Herr Zebra der Wurns mit einer Speziallieferung. Passt! Speziallieferung für Fräulein Schorsch. Was ist das? Es ist ein Spielzeugschrank. Oh, und warum ist der so platt? Tja, der ist zum Selberbauen. Oh. Keine Sorge, Mama, ein Problem. Wiedersehen. 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 Und was machen wir jetzt? Jetzt bauen wir den Spielzeugschrank auf. Ja. Merkwürdig. Es gibt keine Anleitung. Vielleicht ist er so einfach aufzubauen, dass man keine Anleitung dafür braucht. Mama, können wir helfen? Ja. Zuerst brauche ich ein Brett. Hier ist ein grünes Brett. Danke, Peppa. Und jetzt brauche ich Beine. 1, 2, 4. 4 Beine, Mama. Wunderbar, wir sind fertig. Hier ist eine rote Tür, Wutz. Danke, Papa. So, fertig. Gut gemacht, Mama Wutz. Aber warum ist er so schorsch? Vielleicht ist das ein Brett. Und was ist mit den Teilen hier drüben? Oh weh, der Schrank ist so klein, weil Mama Wutz alle Teile verwendet hat. Wir müssen ihn nur auseinandernehmen und nochmal anfangen. Oh nein, hätten wir doch bloß eine Anleitung. Wer kann das sein? Hallo, in meinem Wagen lag noch das hier. Da ist ja die Fehlung. Das macht die Sache nicht leichter. Hurra! Die Anleitung sieht sehr kompliziert aus. Die taugt nichts. Das ist Blödsinn. Lassen Sie mich mal ran, Herr Wutz. Ich liebe es, solche Sachen zusammenzubauen. Wirklich? Können wir denn irgendwie helfen? Sie können Wasser kochen. Ich hätte gern ein Tässchen Tee mit ein Tässchen Zucker. Alle kümmern sich um Tee und Kekse für Herrn Zebra. Tee ist fertig, Herr Zebra. Oh, boah! Herr Zebra hat den Spielzeugschrank aufgebaut. Meine Güte, ging das schnell. Ja, und ich habe auch schon euer Spielzeug reingeräumt. Oh, danke, Herr Zebra. Aber für die beiden hier war kein Platz mehr. Oh, armer Teddy, armer Dinosaurier. Wo sollen die denn jetzt wohnen? Bestellt doch einfach noch einen Silberbauschrank. Wie wär's? Nein! Ich habe eine bessere Idee. Teddy und der Dinosaurier können in euren Betten wohnen. Aber Mama, da haben sie doch schon vorher gewohnt. Ja, ich weiß. Darum ist es ja auch so eine gute Idee.